letzten zwei. Super, danke, dann nimm die gleich wieder mit. Morgen, Hartl. Morgen, Marie, sag mal bitte dein Handy. Wieso? Weil meine Marie und mir, wie es mir das Teil gepackt hat, vergessen hat, das Handy-Aufladegerät einzupacken. Meinst du nicht, dass du mal in Ruhe mit deiner Frau reden sollst? Nein. Ich hab mir die Koffer nicht vor die Tür gestellt. Aber wäre aufgescheucht, der Ochs zu dünn aus bis drin. Ja, wo es doch wahr ist, was wir ein neues Auto brauchen und die alte Küche, die ist wirklich noch. Fällig gut, ich weiß aber gut, die 20 Jahre wird die auch schon auf dem Buckel haben, oder nicht? Da kommen wir Melato. Nein. Morgen, Stockl. Morgen, Michi. Schau, was ich mitgebracht hab. Frische Brezel und Butterhörnchen vom Breininger. Haben wir da Marmelade? Ist das Frühstücken wieder nicht daheim ausgegangen, ha? Wenn der blöde Wecker wieder nicht gleich da. Na, wie wär's denn, wenn's der neue Wecker kaufst, statt dauernd Brezel und Butterhörnchen? Stockl, das Problem ist nicht der Wecker an sich, sondern... Sie müssen sofort eine Fahndung einleiten. Meine Frau ist verschwunden. Guten Morgen. Wie lange vermissen Sie Ihre Frau schon? Schauen Sie, Yvonne, also meine Frau war gestern meiner Freundin zum Geburtstag eingeladen. Sie hat mir aber versprochen, nach der Feier sofort nach Hause zu kommen. Sie geht auch nicht an ihr Handy. Ja, vielleicht wird's bei ihrer Freundin übernachten, also wenn ich Mädelsabend hab. Das habe ich bereits überprüft. Yvonne ist von dort so gegen 8:30 weggegangen. Vielleicht hat die Frau Gemahlin nicht nach Hause gefunden. Also schauen Sie, ob ein gewissen Alter ist das ja... Bitte? Und außerdem, meine Frau ist 32, ja? Ja. Gibt's gewisse Anzeichen für ein Gewaltverbrechen? Wieso? Wieso Gewaltverbrechen? Nein. Tut mir so leid, müssen wir sie wieder nach Hause schicken. Also ich bin mir ganz sicher, dass Ihre Frau wieder auftaucht. Also wenn ich es Ihnen doch sage, da stimmt irgendetwas nicht, das habe ich im Gefühl. Ja, schauen Sie mal, Herr... Nussreiner Franz. Ja. Franz Nussreiner. Ja. Schauen Sie mal, Herr Franz Nussreiner, es ist ja so, solange wir keine richtigen Anzeichen für ein Gewaltverbrechen haben, solange dürfen wir überhaupt gar nichts unternehmen. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch absurd. Es ist vollkommen absurd, auch schade. Das nächste Mal dann, gell? Wiederschauen. Stuckli, sag doch was. Diese Alte, die tanzt auf seiner Nase Polka. Ja, bei dem Altersunterschied. Stuckli, wo die Liebe hinfällt. Michi, mit Liebe hat es nichts zu tun. Der Bäckerei Nussreiner geht es sehr, sehr gut. Die machen eine Filiale nach der anderen auf. Jetzt weiß ich, warum der mir so bekannt vorkommen ist. Aber was macht der dann bei uns? Vermisstenanzeigen sind um, im Zeitenstock. Herr Rosenheim, Apparat Stockl, grüß Gott. Ja? Was? Wo? Na, bitte fassen Sie nichts an, wir kommen. Michi, es gab da Leich und zwar im Stammhaus von der Bäckerei Nussreiner. Guten Tag, Herr Hans. Moin, moin, Herr Mohr. Na, sagen Sie, ist denn mein anderer lieber Kollege, der Herr Hartl, noch nicht da? Ach, der Hartl, dann reißt ja nicht einmal ein Handy. Oh ja, also alles normal. Also unsere Tote ist heute die Yvonne Nussreiner, 32 Jahre alt und verheiratet mit Franz Nussreiner, Besitzer von der Bäckereikette Nussreiner, ein Rosenheimer Traditionsunternehmen. Die haben Filialen in ganz Rosenheim. Wunderbare Sachen. Vollkornbrot, Nougatspitz, Kokosschnitten. Ist ja ein Ding. Und weiter? Ja, der Herr Nussreiner, der war heute bei uns schon im Präsidium, weil er seine Frau als vermisst melden wollte. Interessant. Ist denn der gute Mann jetzt über den Tod seiner Frau informiert? Ja, mehr weniger, weil wir haben ihn gleich heimgeschickt. Warum? Weil es keine akute Gefährdung für die Frau gegeben hat. Jetzt sieht es aber doch ziemlich akut aus, ne? Ja. Herr Hansen? Herr Mohr? Ich habe mir ja gedacht, die Frau Stuppel hat sich auch gedacht. Ja, was haben Sie sich denn gedacht? Naja, dass die Frau vielleicht so wegen nebenaus gegangen ist. Nebenaus? Also fremd gegangen. Ah, warum? Ja, heute ist Unterschied, fast 30 Jahre. 30 Jahre, nicht schlecht. Aber Sie wissen ja, Herr Mohr, wahre Liebe kennt kein Alter. Wie sieht's denn mit Kindern aus? Ja, freilich, der Peter, das ist der Sohn aus erster Ehe vom alten Nussreiner. Der ist sozusagen der Geschäftsführer bei dem Nussreiner Imperium. Haben wir aber noch nicht erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen, Herr Hansen. Und sonstige Verwandte? Nein. Eltern sind tot, Schwester hat auch keine, es ist traurig. Ich geh aus. Gut. Bist du ganz alleine heute? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass Herr Hartls innere Uhr anders tickt als meine äußere. Das soll ja in Bayern allgemein der Fall sein. Oh ja, könnte schon was sagen. Ja, das Opfer wurde erschlagen. Und aufgrund der Platzierung der Wunde
würde ich sagen, dass der tödliche Schlag von hinten erfolgt ist. Sie ist also entweder überrascht worden... Oder sie hat ihren Mörder gekannt. Vor allem, weil es keine Kampfspuren gibt. Und auch sonst keine Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sie sich irgendwie zur Wehr gesetzt hat. Achim, haben wir schon eine Tatwaffe? Fehlanzeige, also bis jetzt. Also der Verletzung nach muss es sich um einen ziemlich massiven Gegenstand handeln. Es gehört massiver Gegenstand, Augen offen halten. Ah ja, übrigens, den massiven Gegenstand haben wir neben der Leiche gefunden. 10 Anrufe in Abwesenheit von Franz. Das wird wohl ihr besorgter Ehemann gewesen sein. SMS'en? Cognac-Köln. Danke. Wie sieht's mit dem Todeszeitpunkt aus? Zwischen 21 und 22 Uhr gestern Abend. Hab ich nicht gesagt, ich hab's doch gesagt. Du glaubst das auch? Heute läuft aber alles schön. Geiz kurz hin, nix. Oh mein Haki, bald bist du nicht gekommen. Hast du Glück, dass ich hier vorbei muss? Eins sag ich dir, wenn wir kein neues Auto nicht brauchen, dann weiß ich auch nicht. Aber ohne Handy ist für auch nix. Die Stockler hat gerade angerufen, es gab der Leich. Da, zuerst rufst du aber mal den Pannendienst an. Ja, merci. Sagst du mir, wie man da, wie macht man... Aha, Yvonne Nussreiner und die Nummer von dem Notar von den Nussreiners. Ist recht, wird erledigt. Was? Der Hartl ist noch nicht da. Der wird schon bald auftauchen. Ja, wiederhören, Herr Hansen. Hab ich das jetzt richtig gehört? Der Hartl ist noch nicht am Tatort. Mei, dauert heute ein bisschen länger. Na, nix da. Den rufen Sie jetzt sofort an. Er soll sich gefälligst beeilen. Das ist an Frau Ortmann. Ist aus Versehen bei mir gelandet. Muss nach München weitergereicht werden. Ja. Was ist jetzt? Der Hartl hat ein Handyproblem. Oh, Albert, das Gleiche mit dem Hartl. Apropos Albert, das Gleiche. Schöne Grüße vom Hofer soll ich ausrichten. Ja, schön. Der ärgert sich ein bisschen, dass er jede Woche andere Abschlussklasse hat. Ja, er hat sich ja auch unbedingt freiwillig melden lassen. Selber schuld, gell? So ist es. Herr Hansen? Herr Mohr. Herr Hansen, was ist es so? Vom Danny Beckers Gesellen, oder eigentlich ja Konditors Gesellen, da hat keiner was gesehen. Konditors Gesellen? Ja, da muss man schon genau sehen. Das ist nämlich ja so. Wie denn? Die eigentliche Backstube, das ist eine Fabrik. Und die beliefert alle 12 Jahre und die ist überhaupt ganz woanders. Und hier im Mutterhaus, da machen sie in der Backstube eigentlich nur so Süßigkeiten. Kuchen und Torten und so. Und deswegen muss man Konditor sagen. Da kriegt man ja direkt Appetit, Herr Mohr. Wiederschauen, meine Herren. Wiederschauen, Frau Doktor. Wiederschauen, Frau Doktor. Wiederschauen. Ja, Wiederschauen, und wie jetzt diese Konditoren um 4 Uhr in der Früh, also um 4 Uhr in der Früh, wie die hergekommen sind, haben sie erst einmal gar nichts gefunden. Da sind die Verkäuferinnen gekommen, die haben auch nichts gefunden. Und überhaupt hat das Kaffeehaus heute Ruhetag und deswegen haben sie die Frau Nussreiner so spät erst gefunden. Aha. Ja, Personalien habe ich aufgenommen. Sehr gut gemacht. Dann schicken Sie die Verkäuferin doch erstmal nach Hause. Ja, ist recht. Herr Hansen? Ja. Aber sehr beliebt war die Frau Nussreiner fein nicht. Nicht? Also schon sehr Frau vom Chef und so. Ja, hat sie denn auch hier in der Firma gearbeitet? Ja, freilich. Die war Verkäuferin im Mutterhaus da. Und dann hat sie sich ein Chef gekrallt. Von der Verkäuferin zur Chefin, was für ein rasanter Aufstieg. Oh, ja. Bitte. Ja, und hier im ersten Stock, da hat sie sich ein Büro ausgestattet. Klein nehmen Peter. Peter. Geschäftsführer, Stiefsohn und die offizielle Geschäftsübergabe steht überhaupt noch an. Sprich, der Nussreiner Senior ist immer noch alleiniger Besitzer der Bäckerei. Die Geschäfte führen tut aber der Junior. Ganz genau. Danke, Herr Breuer. Aber Sie wollten schon so mitmischen auch. Also wollte ein neues Logo und dann neue Marketingstrategien so ein Schmarrn halten. Also wird der Herr Stiefsohn ja hellauf begeistert von gewesen sein, oder? Ja, das ist der aus Pfeiffer, das ist gescheit dusch. Was? Sie haben miteinander gestritten. Ah, haben Sie das? Wer hat die Leiche eigentlich gefunden? Ja, einer von den Gesellen, der Jens Breuer, ist vorhin gerade da gewesen. Gut, dann werde ich diesen Bäckergesellen mal... Nein, Konditor. Ja, diesen Jens Breuer werde ich mal auf den... Servus, kann ich fahren. ...anfühlen und Sie klopfen bitte mal die Nachbarschaft ab. Irgendjemand gestern Abend irgendwas aufgefallen ist. Hallo. Adi, wo bleibst du? Ja, da und spar den Rest. Probleme mit Ihrem Wagen? Fragen Sie nicht. Ja, was haben wir denn?
eine Leiche. Und den Rest sparen wir jetzt. Ja, die Sparmaßnahmen, ne? Aber wissen Sie was, ich erkläre es Ihnen kostenfrei. Herr Breuer? Tja, haben Sie meinen Namen, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Herr Hartl. Ja, wir würden gerne ein bisschen mit Ihnen reden. Muss das sein? Ich habe doch Ihrem Kollegen schon alles gesagt. Dann verzeihen Sie es halt nochmal, oder haben Sie es inzwischen vergessen? Autohaus Ammermeier. Ja, weil Sie ja Herrn Hartl nicht erreicht haben. Ja, ich richte es ihm aus, sobald er wieder im Hause ist. Wiederhören. Hey, sagen Sie jetzt bloß nicht, dass der Hartl immer noch nicht auftaucht ist. Doch, schon. Aber jetzt hat er Autopanne und sein Handy geht ja nicht. Doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit dem Herrn Hartl los? Herr 80er, wenn Sie mich fragen, Ehekrise. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen und deswegen... Bitte verschonen Sie mich. Wieso? Das weiß doch ja jeder. Ah ja, in einer Stunde bin ich wieder da. Erst neugierig fragen und dann nichts wissen wollen. Sagen Sie, wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Chefin? So oft sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Und gab es in letzter Zeit Ärger zwischen Ihrer Chefin und einem der Angestellten zum Beispiel? Also die Frau Hirsch, das ist die Filialleiterin von dem Geschäft in der Steingasse. Die ist vorgestern ziemlich auf die Chefin losgegangen. Haben Sie vielleicht mitgekriegt, worum es bei dem Streik gegangen ist? Die sind gleich rauf, im ersten Stock. Und gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 21 und 22 Uhr, wo waren Sie denn da? Zu Hause. Fußballclub. Hat er vielleicht bei mir geschaut? Nee. Nicht. Gut, das war's dann, Herr Breuer. Wir werden aber wahrscheinlich noch mal auf Sie zukommen. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Bisschen schwache Nerven, der Gute. Hm? So eine Leiche in der Früh ist nicht jedermanns Sache. Stimmt. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Frau Hartl, ich grüße Sie. Nein, Ihr Mann ist aushäusig, ein neuer Fall, ja. Und überhaupt, heute ist überhaupt nicht sein Tag. Ja, erst geht's Handy nicht und dann die Autopanne. Ja, das Auto ist liegen geblieben. Ja. Wie, Sie meinen, der täuscht das bloß vor. Hallo, Frau Hartl. Frau Hartl, hallo. Auf mich. Ihr Aufladegerät befindet sich also im ehrlichen Sperrgebiet, ja? Die Nachbarn haben nichts gesehen oder gehört. Aha, gibt's schon was Neues in Bezug auf die Tatwaffe? Nein. Pass mal auf, Michi, du überprüfst jetzt, ob der Herr Breuer gestern auf Nacht wirklich daheim Fußball geschaut hat. Ja. Der kommt uns nämlich sehr nervös vor. Ja, da werde ich mir die Nachbarschaft von Herrn Breuer anschauen. Halt, Michi, noch was. Frau Hirsch, Leiterin von der Bäckereifiliale Storgassen, die treibst du uns auf. Ja. Halt! Halt! Christian, passt schon. Hier können Sie unmöglich stehen bleiben. Was zum Teufel ist denn hier los? Was ist denn das für ein Zipfel? Wenn Sie bitte weiterfahren möchten. Nein. Erst müssen Sie mir sagen, wieso... Polizei! Nussreiner. Ja. Peter Nussreiner. Ich bin der Geschäftsführer von der Bäckerei. Herr Nussreiner, ich mein Name. Wenn Sie bitte da hinten, also da vorne, packen möchten, Sie kennen sich ja nicht aus, gell? Ja, das darf uns glauben. Ja. Bitte. Das war der Herr Nussreiner. Junior, ja. Ich würde sagen, für die Nussreiners teilen wir uns auf. Was? Ja, ich würde sagen, Sie fahren zum Senior und ich knöpfe mir hier mal das Bürschel davor. Da sage ich doch vorzüglicher Plan, Herr Kollege. Viel Erfolg. Herr Nussreiner! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Herr Nussreiner? Ja. Guten Tag. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Ich würde gerne... Es geht um meine Frau. Habe ich recht? Könnten wir das vielleicht drin besprechen? Ja. Kommen Sie. Selbstverständlich. Danke. Natürlich war ich besorgt, dass meine Frau gestern nicht nach Hause gekommen ist. Deswegen bin ich auch bei Ihnen auf dem Präsidium gewesen. Aber darum, dass Sie wohnen... Womöglich haben Sie Angst gehabt, dass Ihre Ehefrau, naja, andere Wege einschlägt. Yvonne und ich, wir sind sehr... Entschuldigen Sie. Wir führten eine sehr glückliche Ehe. Ja, allerdings war der Altersunterschied zwischen Ihnen und Ihrer Ehefrau nicht gerade unerheblich. Na und?
Selbstverständlich gab es Gerede, das können Sie sich ja vorstellen. Aber Yvonne und mir war das egal. Und Ihr Sohn? Gab es da keine Kompetenzüberschreitung? Ich meine, weil Ihre Frau sich auch für das operative Geschäft der Bäckerei interessiert hat. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass Yvonne Peter ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Yvonne hat so einen... Yvonne hatte so einen offenen, unverstellten Blick auf die Dinge. Und Sie selbst hatten gar nichts mehr mit der geschäftlichen Leitung zu tun? Ich habe mich schon seit 3 Monaten gänzlich aus dem Betrieb zurückgezogen. Nächste Woche wäre der Notartermin zur Geschäftsübergabe. Bei dem Sie dann die Bäckereien komplett an Ihren Sohn übergeben? Jetzt wohl schon, ja. Jetzt wo, nachdem Yvonne ja... Aber so gut scheint ja das Verhältnis zu Ihrer Stiefmutter nicht gewesen zu sein. Hat er öfter Streit gegeben? Na, Streit, das wäre jetzt zu früh gesagt. Yvonne und ich sind eben nicht immer einer Meinung gewesen. Hat es ja nicht gestungen, dass sich Ihre Stiefmama immer eingemischt hat in die Geschäftsführung? Bei wichtigen Entscheidungen hat sowieso mein Vater das letzte Wort. Aha. Aber der muss ja damit einverstanden gewesen sein, dass seine junge Frau sich im Betrieb engagiert. Sonst hätte es doch ein bisschen einbremst, oder nicht? Wissen Sie, das war nur eine kurzfristige Spielerei. Dass ich das Geschäft einmal übernehme, das steht schon lang fest. Der Notartermin ist auf nächste Woche angesetzt. So. Wie würden Sie Ihre Stiefmama selig beschreiben, so im Allgemeinen? Meine Yvonne ist... Yvonne war sehr charismatisch. Recht geschickt im Umgang mit Kunden. Ich habe ihre Mitarbeit durchaus geschätzt. Jetzt sagen Sie bitte nur, wo Sie gestern auf Nacht zwischen 9 und 10 waren. Im Kino. Ah, schön. Ja, gestern Abend, da war doch die Preview von dem neuen Actionfilm. Warten Sie, ich muss die Karten noch irgendwo im Geldbeutel haben. Mit wem waren Sie da? Aloha. Aloha? Ja, man kann auch durchaus Aloha ins Kino gehen. Und die nette junge Dame an der Kasse, die wird sie bestimmt nur an mir erinnern. Dann brauche ich jetzt von ihr ein Foto. Ein Foto? Ja, Kopie vom Ausweis. Wir wollen ja die nette junge Dame an der Kasse fragen, gell? Sie wollten also die Bäckerei zu gleichen Teilen an Ihre Ehefrau und an Ihren Sohn überschreiben. Sagen Sie, haben Ihr Sohn und Ihre Frau von der geänderten Übergabe gewusst? Mein Notar ist noch dabei, das Ganze rechtlich abzuklären. Er hat mir geraten, mich bis dahin bedeckt zu halten. Sie, haben Sie eine Idee, wer Ihrer Frau das angetan haben könnte? Yvonne war ein sehr kommunikativer Mensch. Sie kam eigentlich mit allen gut aus. Ja, das ist aber auch zu Ohren gekommen, dass sie mit den Angestellten der Bäckerei so ihre Probleme gehabt hat. Vor allem mit einer Filialleiterin, der Frau Hirsch. Das war eher privater Natur. Barbara Hirsch und ich hatten nach dem Tod meiner ersten Frau eine kurze Affäre. Nichts Ernstes. Ich nehme an, ich kann mir vorstellen, dass sie unter Umständen auf Yvonne etwas eifersüchtig war. Sagen Sie, gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 21 und 22 Uhr, sind Sie da hier im Haus gewesen? Ja, selbstverständlich. Ich habe auf meine Frau gewartet. Ja, kann das auch jemand bezeugen? Bitte? Ob das jemand bezeugen kann? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich meine Frau? Das ist eine reine Routinefrage. Verobduktionsbericht. Oh, ich werde nur wahnsinnig. Kippe Rosenheim, Apparatstockel, grüß Gott. Wer? Küchenstudio Wittmann. Nein, der Herr Hartl ist nicht da. Aber es ist seine Frau nicht erreichen können. Soll ich was ausrichten? Ja, dass sie morgen zum Ausmessen von der Küche. Ja? Ja, habe ich notiert. Ja, ist recht, ich richt's aus. Wiederhören. Also, vom Alter her, da ich sagen, passt der Junior ja viel besser zu unserer Toten. Ja, glaubst du, dass die was miteinander gehabt haben?
Also mit dem Alibi war ich jedenfalls sehr schnell bei der Hand. Hertl, das findet man raus. Lässt du was mitnehmen? Gerne. Ah? Das ist nämlich ein Timinger, Kollege. Ja. Haben Sie die Memo nicht gelesen? Die Türen werden renoviert. Kann ein paar Wochen dauern. Hier geht's lang. Was für Memo? Also, falls der Junior doch irgendwie von der Sache mit der geteilten Geschäftsführung erfahren haben sollte, dann hätte er jedenfalls ein starkes Motiv. Hallo. Oder es war der Nussreiner Senior. Dass das mit der Vermisstenanzeige bloß ein Ablenkungsmanöver war. Weil ein Alibi hat er ja nicht wirklich direkt was. Ja. Frau Hirsch sollten wir auf jeden Fall auch nicht aus den Augen verlieren. Die Ex vom Senior. Ja, vielleicht hat sie ihre Rivalin einfach zack aus dem Weg geräumt. Könnten Sie recht haben. Grüß dich, Stockel. Ah, meine Herren, er ist schon da. Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, Frau Stockel. Sagen Sie, haben Sie schon den Notar der Nussreiners kontaktiert? Ja, Dr. Brunner heißt er und er werbt heute Nachmittag wieder in sein Büro. Sehr gut, danke. Hartl, weißt du eigentlich, was hier los ist? Na? Ich bin eigentlich mit nichts anderem beschäftigt, als ständig deine Telefonate entgegenzunehmen, als wenn ich sonst keine Arbeit hätte. Sag mal, war da vielleicht ein Anruf von meiner Frau dabei? Wo schon sei? Ja, und was sagt's denn? Das war ein bisschen komisch. Am Anfang war es eigentlich noch ganz nett. Wie ich aber dann die Autopanne ins Spiel gebracht habe, ist grantig geworden. Auf so einen Schmarren fällt sie nicht rein, hat's gemeint. Fündig. Sag mal, was ist denn los bei euch? Nix. Und Stimmigkeiten? Ach, geh. Ah, halt, Hattl. Das Küchenstudio hätte angerufen. Stuckel, du musst mir helfen. Schau her. Das sind die Geschäftsunterlagen von der Frau Nussreiner aus dem Büro. Und das ist ganz etwas Besonderes. Das ist eine Schachtel aus ihrem privaten Schreibtisch. Michi, ich hab so viel Arbeit. Nimm einfach der Kaffee und schleich die. Ist aber was Schönes. Liebesbriefe und so. Liebesbriefe? Das ist mir wurscht, ich muss wirklich viel arbeiten. Das musst du bitte wirklich durchschauen und vorsortieren für die Häuptlinge. Ich muss zum Seppi in die KTU, der wartet mir nicht, gell? Steig mir doch einen Hut auf, ehrlich. Was ist da jetzt? Und jetzt meint meine Frau, dass ich die Panne mit dem Wagen bloß vorteischt hab. Dabei ist der wirklich nie, da geht gar nichts mehr. Aber unser Küch, die ist in einem 1A-Zustand. Die ist pfennengut. Weiß sie gar nichts. Verstehe, wir haben einen richtig schönen Geschlechterkampf. Aber wenn es mit dem Wagen was ist, was Gräbers, meine Getriebe, Motor oder sowas, dann gut Nacht. Ja, aber wenn sich die Reparatur von Ihrem TÜV nicht mehr lohnen sollte, dann wären Sie doch der Gewinner, oder? Ja, schon. Macht Sie jetzt auch nicht gerade glücklich, was? Ja, man merkt, dass Sie einfach überhaupt keine Ahnung haben in Sachen Ehe. Ach. Die Sache ist einfach nur nicht ausgerät zwischen meiner Frau. Ich war beim Seppi in der KTU. Und mir. Na Gott sei Dank. Wir haben die Tatwaffe. Es ist ein Nudelholz mit so einer Marmorrolle. Blutspuren vom Opfer sind auch drauf, sehr endlich logisch. Mhm. Irgendwelche Fingerabdrücke? Nein, aber die DNA-Spuren der Seppi ist dran. Sehr gut. Hartl, das ist auf ein Wort zum Herrn 80er kommen. Oh. Das ist ja noch Marmorrolle. Unser Nudelholz ist buchenmassiv, 28 Jahre alt, da feilt sich gar nichts. Für die Küche. Herr Hartl, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Mitten während einer Mordermittlung nicht erreichbar zu sein? Schauen Sie, Herr 80er, das war ja so. Also, meine Frau und ich, wir haben uns in die Haare gekriegt wegen der neuen Küche. Weil, ich meine, die alte sind noch Pfennig, gut? Herr Hartl, Ihre Küchenprobleme in allen Ehren. Aber auf jeden Fall, wie sie mir dann die Koffer vor die Tür gestellt hat, da hat sie natürlich vergessen gehabt, das Aufladegerät vom Handy einpacken. Verstehen Sie? Ja. Da haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie besorgen sich ein neues Aufladegerät oder Sie bringen das mit Ihrer Frau wieder in Ordnung. Und schauen Sie, Herr 80er, das ist jetzt schwierig, weil... Herr Hartl, es geht einfach nicht, dass sich Ihr Privatleben negativ auf die Ermittlungen auswirkt. Haben wir uns da verstanden? Ja. Übrigens, Herr Hartl, Schachtel Pralinen, ein Strauß Blumen wirken oft Wunder. Herr 80er, Sie kennen meine Frau nicht. Die kann sowas von stur sein... Ja. Da scheint sie mir ja wohl nicht die Einzige zu sein. Ja, da haben Sie ja wieder recht. Ihre Schwester ist genauso stur. Oh, womit habe ich das verdient? Das heißt also tatsächlich, der Bäckergeselle... Konditor? Ja, der Herr Breuer hat tatsächlich kein Alibi. Aber ein Motiv hat er auch nicht für den Mord, bis jetzt. Dafür stimmt aber das Alibi vom jungen Nussreiner, leider. Herr Mohr. Die Kassierin beim Kino hat es bestätigt. Herr Mohr? Verraten Sie mal, was Sie da in der Schachtel haben. Das ist eine private Schachtel aus dem privaten Schreibtisch von der Frau Nussreiner. Lauter schöne Dinge.
Liebe, Freizeit, Glück. Ja, dann wäre das doch was für die Frau Stockel. Habe ich mir auch gedacht, aber sie ist nicht willig. Darum müssen Sie mit ihr reden, aber vorsichtig, sonst sind Sie nämlich einen Kopf kürzer. Aha, gut, dann werde ich selber noch einen kleinen Blick reinwerfen. Ich würde meinen Kopf nämlich ganz gerne noch eine Weile behalten. Herr Hansen? Ja? Ich pack's dann, ich schau, ob der alte Nussreiner gestern wirklich daheim gewesen ist oder nicht. Machen Sie das. Herr Hansen? Ja, wegen dieser Bäckereifilialleiterin, der Frau Hirsch. Ja, was ist denn mit der? Die ist gestern in die Karibik geflogen. Oh, dann kann es wohl kaum gewesen sein, was? Umso besser eine Verdächtige weniger, hm? Wiedersehen, Herr Mohr. Für den Herr Hansen. Mach ich. Viel Erfolg, ne? Ja, Sie auch. Frechheit. Und dann hat's gesagt, dass sie auf seine Masche nicht reinfällt. Ja, so geht's so bei den Hartels, ganz genau. Also in Anbetracht dessen bedanke ich mich für die Information und rufe sie zurück. Ja, wiederhören. Heiße Infos, die den Fall betreffen? Na, nur Bestellung. Übrigens, Herr Hansen, das wäre die Telefonnummer vom Dr. Brunner, dem Notar. Ah ja, alles klar. Der 80er hat einen Hartl ganz schön in der Reißen. Frau Stockel, wie weit sind Sie eigentlich mit der Überprüfung des Opfers? Also auf die Bankunterlagen und die Telefonliste warte ich noch. Und dann habe ich den Breuer gecheckt. Ja, was ist mit dem Herrn Breuer? Also der ist vor 3 Monaten von Leipzig nach Rosenheim gekommen und hat dann bei der Bäckerei Nussreiner als Konditor angefangen. Mhm. Die Tote kommt übrigens auch aus Leipzig. Mollens, da gibt es eine Verbindung zwischen den beiden? Interessanter Gedanke. Also Leipzig ist zwar groß, aber das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ja? Gut. Leipzig. So lassen wir schon die Brezeln vor die Preisenbacher. Frechheit, ne? Zumal der auch noch Sachse ist. Die Bayern. Stockel, sind das die Unterlagen aus dem Büro von der Tonnen? Ja, ganz genau. Und da habe ich das gefunden. Schauen Sie, das ist ein Kündigungsschreiben an die Filialleiterin Barbara Hirsch. Das darf ja nicht so Tag kommen, der Frau Hirsch. Sollte man mal ein Wörtchen reden mit der. Mhm, gute Idee. Frau Stockel, buchen Sie bitte 2 Tickets in die Karibik. Für uns beide? Schön wär's. Nein, Frau Hirsch ist seit gestern auf dem Weg dahin. Ah, können wir uns das sparen? Ja, also doch wir. Hm. Hansen? Ja? Ach, Herrn Hartl wollen Sie sprechen. Moment, ich verbinde. Herr Hartl, Autohaus Angermeier. Ah. Herr Angermeier, ja, wegen meinem Wagen. Ja. Ja, aber was ist jetzt? Zylinderkopfdichtung. Ja, und was heißt das? Ah, ja. Ja, gut. Ja, freilich. Dann weiß ich Bescheid. Ja, danke. Wiederhören, ja. Gratuliere, dann lebt das Autochen noch, hm? Ja, es wird nicht einmal so teuer. Was ist mit Ihrem Traum vom neuen Wagen? Ja, wenn man es heute noch mal richten kann, gell? Und mein Weibe, ich weiß jetzt, dass das nicht fingiert war, das mit der Panne. Also Kapitulation. Aber die Streiterei, die ist doch auch nichts. Eben. Ja? Du, ist okay. Du, Michi? Häuptlinge. Die sind da drüben. Ach so. Michi? Ja. Kennst du eigentlich am Hartl seine Frau? Warum? Ich glaube, das muss ein ziemlicher Resche sein. Die hat nämlich eine Küche bestellt, ohne ihn zu fragen. Ich glaube, da hat sie die Hosen an. Der Hartl hat da nicht viel zu melden. Nee, der Arme. Ja, Hartl. Du, ich wollte nur sagen, wegen dem Alibi vom alten Nussreiner, gell? Fehlanzeige. Ja, und die Frau Dr. Eckstein hat angerufen. Die Obduktion hat auch nichts Neues ergeben. Todeszeitpunkt bleibt 21.30 Uhr. Und gerade die Uhr, haben die was Neues wegen der Tatwaffe? Ja, also die DNA-Spuren haben wir auch keine. Gell? Weißt du was? Ich pack's jetzt. Für euch. Bitte mich. Hartl, halt! Schau, deine Nachrichten. Aber es wäre besser, wenn du dir in Zukunft mal ein Ladekabel kaufst. Ich bin nämlich nicht der Anrufbeantworter. Ja. Ja. Frau Stockel, könnten Sie mir das hier bitte durchfaxen? Danke sehr. Oh, verzeihen. Das ist ja das meine. Nein, das ist meins. Nein, ich meine, ihr habt das Gleiche. Haben Sie das Ladekabel dazu? Ja, in meinem Büro. Herr Seitz, das brauche ich jetzt. Sie kriegen es ja wieder. Wann? Morgen in der Früh. Morgen früh? Ich habe nur noch 38% Akku. 38% ist doch super, das klang den Haut ein.
Bringen Sie es mir gleich ins Büro, gell? Danke. 37%. Danke, Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. So. Laut Ansicht des Notars ist es eigentlich unmöglich, dass die Nachricht von den geänderten Übergabebedingungen der Bäckereikette irgendwie durchgesickert ist. Hat er nicht einmal ein gescheites Motiv? Und der Alibi hat er. Darf ich sagen, der Junior ist raus aus dem Rennen, hä? Ja. Dieser Dr. Brunner hat mir aber auch erzählt, dass Nussreiner Senior sich vor 2 Tagen bei ihm erkundigt hat, was bei einer Scheidung finanziell auf ihn zukommen würde. Also doch keine ganz so glückliche Ehe, hä? Also Nussreiner Senior sollten wir uns auf jeden Fall nochmal vorknüpfen. Morgen. Laut Mo hat er ja nicht einmal ein Alibi. Ah, sehen Sie, Ehevertrag gibt's auch keinen. Das heißt, bei einer Scheidung hätte er ganz schön bluten müssen. Was denn? Ich wollte nur sagen, ich mache Feierabend. Servus. Ja, Stockel, halt. Bei den Anrufzetteln, Küchenstudio Wittmann, was haben wir die wollen? Ja, so wie es da steht, dass der Küchenfuzzi mal eine halbe Stunde später kommt. Was für ein Küchenfuzzi? Ja, für deine neue Küche zum Ausmessen, die deine Frau in Auftrag gegeben hat. Also, pfiat euch. Was hat die? Spinnt die? Gibt's ja nicht, oder? Tja, ihr seht ja fast so aus, als ob wir jetzt alle ganz entspannt Feierabend machen. Fast alle. Naja, schönen Abend. Lass es mich bloß im Stich. Merci dir, wie geht's Gott? Ah, oh nein, ist was Größeres mit deinem Wagensack? Nein, mit dem nicht. Aber die Marion, stell dir vor, jetzt hat sie hinter meinem Rücken eine neue Küche bestellt. Ohne dass man was sagt. Aldi. Die Deppi wollte ja auch noch Blärmin kaufen zur Versöhnung. Vielleicht hast du da was falsch verstanden. Von wegen falsch verstanden, ausgeschmiert hat's mich, sagt die Stockelfeier. Geredet hast du aber noch nicht mit ihrer, oder? Probiert habe ich schon, aber sie ist nicht daheim. Du, jetzt schlafst erst einmal in Ruhe drüber. Morgen hört's alles schon wieder ganz anders aus. Ja. Weißt du sehen? Die war noch keinen gut, die Alte. Küch. Ja, eh. Gibt's jetzt schon eine Spur wegen deiner Nussrennerin? Wieso? Hast du sie gekannt? Die Yvonne. Die war öfters hier mit ihren Freundinnen. Das war ein heißer Feger. Die hat nichts anbrennen lassen. Warst du nicht auch einmal zusammen mit ihr? Aha. Was heißt das da, aha? Also, ich kenn's ja vom Fitnessstudio. Mei, da hat meine die recht blöd geschaut, wie sie den alten Nussrenner geheiratet hat. Also Liebe auf den ersten Blick, ja? Genau. Ja, und ein Sex im Lotto, gell? Für beide. Ja, er hat eine junge, attraktive Frau gekriegt und sie ein attraktives Bankkonto. Also eine klassische Win-Win-Situation. Richtig. Merkt ihr das, Steffi? Und du, mein Freund, wo warst denn du gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 21 und 22 Uhr? Moin. Morgen. 23 verpasste Anrufe. Hast du ein neues Aufladegerät gekauft? Ausgehen. Meine Frau. Marion. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, aber ich zeige mal zu, du kannst doch nicht einfach. Was? Marion, jetzt. Nein. Pass mir auf, da gibt es ja Zeugen dafür. Herr Stockel, bist du da? Ja, freilich, guten Morgen. Michi, magst du einen Kaffee? Lang ist. Du Michi, mich würde ja interessieren, was zwischen Hartl und seiner Frau ist, wo sie doch die Küche hinter seinem Rücken bestellt hat. Schönen guten Morgen allerseits. Morgen. Guten Morgen, Herr Hansen. Wissen Sie was Neues vom Hartl? Also in der Zeitung steht zumindest nichts drüber. Aber mich würde auch viel mehr interessieren, ob es schon Neuigkeiten gibt in Bezug auf unseren Fall. Ja, ich habe die Kontoauszüge von der Toten gecheckt und bin draufgekommen, dass in den letzten 3 Monaten regelmäßig 3.000 Euro abgekommen worden sind. Oh, kostspieliger Lover, was? Das habe ich mir als erstes gedacht. Oder es könnte natürlich auch sein, dass sie erpresst worden ist. Und das habe ich mir als zweites gedacht. Schauen Sie, das ist die Telefonnummer von ihrem Ehemann. Aber diese Nummer taucht noch öfters auf. Aber hallo. Gut. In Liebe. Nicht schlecht, Frau Stockel, nicht schlecht. Und jetzt meint Marion, dass sie das mit der Panik bloß vortäuscht hat.
damit ich ein neues Auto kriege, verstehst? Und da hat sie dann die Küche bestellt, quasi als Trotzreaktion sozusagen. Ja, rechte Kindsköpfe seid ihr aber fast schon, ihr zwei. Was heißt der Kindsköpf? Servus. Auf jeden Fall, der Angermeier, der hat jetzt gesagt, dass der Wang eigentlich noch ganz gut beieinander ist. Ah, womöglich sogar Pfennigurt. Das heißt, der Pfennigurt fahrbereit ist er. Ja. Und er hat gesagt, ich kann das Auto morgen abholen. Und was ist mit der Küche? Ja, dann werde ich mich halt den nächsten Tag mit dem Küchenstudio auseinandersetzen. Servus. Ja. Weil vom Logistischen her ist das ganz gut, wenn der Mono mal drüber schaut. Verstehst du, vom logischen Aufbau her? Ja, servus. Merci fürs Mitnehmen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ah, Nemo. Morgen. Morgen, Hartl. Moin, moin, Kollege. Wahnsinn. Folgendes, es hat sich rausgestellt... So schöne Liebesbriefe. Und gefunden habe ich auch was. Was hast du denn gefunden? Ein Marriage Certificate. Was? Hä? Was? Ein Marriage Certificate. Das kriegt man, wenn man in Las Vegas heiratet. Und gleich dabei war noch die beglaubigte Kopie vom registrierten Trauschein. Darf ich? Nein. Die Ehe ist in Deutschland nie angemeldet worden. Und trotzdem ist sie gültig. Was ist es dann? Bigamie. Und wisst ihr, wen die Nussreinerin dort geheiratet hat? Die Rundreise durch die USA ist unser erster gemeinsamer Urlaub gewesen. Wir waren so verliebt. Und als wir dann in Las Vegas waren, aber auf dem Weg nach Kalifornien, haben wir uns total in die Haare gekriegt. Und dann ist Yvonne einfach alleine zurück nach Deutschland. Ja, ist bitter, wenn man so kurz nach der Hochzeit sitzen gelassen wird. Und da haben sie sich gedacht, schauen wir mal, was die Ex so treibt. Als ich die Stelle in der Bäckerei Nussreiner angenommen habe, wusste ich zwar, dass Yvonne da arbeitet, aber nicht, dass sie mit dem Besitzer zusammen ist. Aber als sie dann mitbekommen haben, dass ihre Noch-Ehefrau durch einen reichen Mann geangelt hat, wollten sie ein Stück abhaben vom Kuchen. Wir glauben ja, dass wir die 3000 Euro, die die Frau Nussreiner in der letzten Zeit regelmäßig von ihrem Konto abgebucht hat, irgendwo bei Ihnen finden werden. Wenn es nicht ausgegeben hat, gell, Herr Breuer? Was denn? Sie wollte bestimmt nicht riskieren, dass ihr jetziger Mann erfährt, dass sie bereits verheiratet ist. Yvonne hat mir das Geld freiwillig gegeben. Wir glauben, dass Ihnen dieses Erpressungsgeld einfach nicht mehr gelangt hat. Nein, ich habe Yvonne geliebt. Als wir uns in der Bäckerei wiedergesehen haben, es hat sofort gefunkt. Wie wenn es den Streit und die Trennung nie gegeben hätte. Ja, wir sind leider etwas weniger romantisch veranlagt. Deswegen kriegen Sie jetzt von unser Zimmer, wo Sie dann noch einmal in aller Ruhe über alles nachdenken können. Herr Breuer, wenn Sie bitte mitkommen möchten. So, nach Ihnen. Also, so ganz hieb- und stichfest ist das ja nicht, was wir da als Beweis gegen ihn in der Hand haben. Na, war schön gewesen, wenn wir DNA-Spuren auf der Tatwaffe gefunden hätten. Motiv sehe ich nicht. Eher Affekt. Alibi hat er auch keins, aber irgendwie, ich weiß nicht. Sonst bloß, sie glauben noch an die Macht der Liebe. Ah, Herr Hartl, ich hätte gern mein Ladegerät wieder. Ah, ja. Na, das habe ich am Hof. Wissen Sie, heute in der Früh, da habe ich so viel um die Ohren gehabt. Aber Sie kriegen es wieder, versprochen, gell? Morgen haben Sie es gleich. Ja, aber ich... Ja, ja. Ich habe aber nur noch 12%. 12%. Innenministerium. Seitz? Hallo. Könnten Sie mich vielleicht auf dem Fest... Dann halt nicht. Dann halt verbinden. 7%. Herr Dr. Lauser-König, guten Tag. Dürfte ich Sie vielleicht bitten, mich auf dem Festnetz anzurufen? Hallo? Hallo? Na gut, ja, also die Konten der Bäckerei scheinen in Ordnung zu sein, Herr Kollege. Das war doch abzusehen, oder? Hartl? Mein Stockel, erstens bin ich am Handy wieder zu erreichen und zweitens, warum kommst du nicht einfach... Was für ein Detektivbüro? Na, steh durch. Hm? Scott? Ja, den Fall bearbeiten wir. Ach. Ja, bis 21.30 Uhr.
haben Sie dann den Mord auch? Aha. Ja, ja, das wäre super. Ja, tobias.hartl@kripo.ro. Genau, ja, wunderbar. Dankeschön, bei Gott. Ja. Das war jetzt die Detektei Walter aus München. Wie es ausschaut, hat der alte Nussreiner seine Weibe beobachten lassen. Aha, wieso melden die sich erst jetzt? Ja, weil es von dem Mord erst heute in München in der Zeitung gestanden ist und weil der Herr Walter, so heißt der nämlich, sich heute erst beim Nussreiner hätte melden sollen, wie gerade im Bericht. Wie soll das heißen, dieser Herr Walter hat Frau Nussreiner auch in der Tatnacht beschattet? Das heißt's. Und die Fotos, die für uns interessant sein könnten, die meldet ihr mir jetzt gleich durch. Herr Nussreiner, Ihr Vater wollte die Bäckerei zu gleichen Teilen ihn und seiner Ehefrau überschreiben. Was? Na. Na, das höre ich halt zum ersten Mal. Chancen, das glauben wir ja nicht. Aber so ist es. Und außerdem bin ich zu der fraglichen Zeit im Kino gewesen. Ja, im Kino sind sie schon gewesen. Aber auch sehr schnell wieder draußen. Hören Sie mal, Herr Nussreiner, das sind doch Sie, der da mit Ihrer Stiefmutter ins Café von der Bäckerei Nussreiner geht, und zwar um 21.23 Uhr. Herrschaft. Als ob das Flittchen da Ahnung gehabt hätte von der Führung einer Bäckerei in derer Größenordnung. Ich hab zufällig ein Telefonat von meinem Vater mit Notar mitgehört. Ja, die wollten uns ja nur abzocken. Und wenn ich die hätte auszahlen müssen, dann wäre der Betrieb finanziell ruiniert gewesen. Das konnte ich doch nicht zulassen. Ja, Herr Nussreiner, dann sind Sie vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Yvonne Nussreiner ermordet zu haben. Herr Mohr, bitte. Wenn Sie bitte mitkommen möchten. Gehen wir. Stiefmutter morden wie das Brezelbacher. Zustand sind das. Hm? Intrigen, Erbstreit und Mord. Ihr Bayern.